So, nehmen wir noch das seltene Smogon mit, denn das kann mir mehr Sternstaub geben, weil es halt von Typ Gift ist. Und ja, 700 WP, ganz okay. Ich versuche es mal mit Pokéball. Entweder treffe ich es und fange es, oder ich fange es nicht, weil getroffen habe ich es schon und gefangen habe ich es jetzt auch. Das ist doch sehr schön. Können wir später mal die Bewertung checken, ob es gut ist. Auf jeden Fall kriege ich 25 Sternstaub mehr behalten. Oh, cool, ein Zombirus können wir auch noch gerne mitnehmen. Da fehlt mir noch ein hundertprozentiges und der scheint schwach zu sein. Ich werfe einfach mal Pokéball. Ich hoffe, der bleibt drin. Wenn nicht, Pech gehabt. Gut getroffen, immerhin. Gucken wir mal rein, wie es wird. Und ja, nein. Und ja, das ist so geil mit Schnee jetzt. Ich nehme dann doch mal lieber die Himbeere. Ja, mal gucken, wie es im Sommer wird. Jetzt ist ja leider bei uns Winter mit den Wetter, aber ich denke mal hoffentlich, dass dann viele Feuer-Pokémon kommen. Und ja, es ist das erste Mal, sage ich mal, dass es bei mir in der App schneit, ohne dass da extremes Wetter dran steht. Und ich habe die Zombiris gefangen. Deswegen hoffe ich mal auf coole Eis-Pokémon. Und den kann ich verschicken oder nicht. Gucken wir mal rein. Ja, kann ich verschicken, weil der schlecht ist. Schade. Und ist auch kein Shiny, deswegen wird der auch verschickt. So, fangen wir uns hier noch ein Pfiffchen. Mal gucken, wie stark du bist. Ob wir dich leicht kriegen oder nicht. Du siehst nicht so stark aus, deswegen denke ich mal, reicht hoffentlich der Pokéball. Ah, nicht gut getroffen. Schade. Aber ich hoffe, du bleibst trotzdem drin. Denn ich brauche ein paar Bonbons für dich zum Entwickeln. Sehr schön gefangen. Direkt im ersten Ball gibt es ja schöne Erfahrungspunkte. Sternstaub und Bonbons. Gut behalten erstmal. Oh, ja, komm. Tauboga nehme ich auch noch mit für den Sternstaub. Warum nicht? Aber der ist krank heftig. Der ist immer schwierig zu fangen mit so vielen Wettkampfpunkten. Ja, noch zwei Superbälle. Könnte schwierig werden. Der fliegt auch immer so blöd. Deswegen treffe ich den nicht immer perfekt. Ja, fliegende Viecher sind am schlimmsten. Fliegende Pokémon. Die sind am schlimmsten zu fangen. Aber der bleibt zum Glück im ersten Ball drin. Wenn der schlecht ist, verschicke ich den. Dann habe ich nämlich nochmal ein Bonbon mehr. Dann habe ich nämlich insgesamt sechs Bonbons wieder. Und kann man verschicken, weil es schlecht ist. Ja. Wird gemacht. Tschüss. Verschicken. Ja. Verschicken. Und weg mit dir. So, das ist das nächste neue Pokémon. Ein Zickzack. Das habe ich auch noch nicht. Mal gucken, wie stark der ist. Ob ich den gut fangen kann. Oh, der ist schwach. Aber weil ich ihn noch nicht habe, erstmal fangen. Sogar mit großartig getroffen. Das ist sehr gut. Gucken, ob du drin bleibst oder nicht. Ich hoffe ja sehr. Weil das gibt dann wieder gut Erfahrungspunkte, sehr schön. Zickzacks wurde gefangen. Und ja, Bewertung checke ich dann später, gibt wieder gut Erfahrungspunkte. Und ja, Bonbons sammeln und behalten. So, das nächste neue Pokémon fangen mit Fritzelblitz. Mal gucken, wie stark der ist, ob ich den gut und schnell fangen kann. Oh, ich weiß nicht, wie selten er ist. Ich werfe einfach mal Sananaberge drauf. Und den Pokéball, weil der nur 88 Wettkampfpunkte hat. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, wie stark der insgesamt werden könnte. Aber fangen und Pokédex-Eintrag sichern, das ist schon mal sehr wichtig. Sehr gut. Fritzelblitz wurde gefangen, sehr schön. Und gibt natürlich auch Fetterfahrungspunkte. Cool. Ja, ich mag das. Und die Weiterentwicklung bei Tensor mag ich auch. Und behalten. Das Smogon nehmen wir auch noch mit. Weil, ja, es ist selten, aber ich denke mal, es wird jetzt ziemlich häufig demnächst kommen. Wenn immer bedecktes Wetter ist, kommen ja Gift-Pokémon häufiger. Gerade ist gar kein Wetter. Da steht nur extremes Wetter. Pokémon mögen dieses Wetter nicht. Was natürlich Schwachsinn ist, weil wo ist es extrem, das Wetter? Es ist gar kein extremes Wetter. Und den habe ich mit dem Pokéball gefangen. Es ist sehr gut. Bewertungen werde ich später checken und auch behalten. Da war irgendwo noch ein Noctu, genau. Noctu müssen wir noch mitnehmen. Der bringt mir schon mal ein bisschen gut Sternenstaub. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark. Da reicht auch der Pokéball hoffentlich. Ja, großartig getroffen. Den werde ich auf jeden Fall definitiv dann nachher verschicken, weil, ja, was will ich mit so einem schwachen Noctu? Okay, der wehrt sich sogar auch noch. Mann, komm. Alle meine Pokébälle gehen langsam zur Leere. Hatte mal vor der Gen 3 mit über 200 angefangen. Jetzt habe ich nur noch 190 oder so. Ja, so viele neue Pokémon gefangen und manche konnte ich nicht treffen. Habt ihr ja schon gestern gesehen. Und wie gesagt, diesen Noctu werde ich verschicken, auch wenn er ein gutes Moveset hätte. Verschicken, ja. Oh, so selten ist Fritzelblitz doch dann nicht. Da ist schon direkt der nächste. Aber werde ich natürlich auffangen. Okay, der ist schon viel besser. Der ist schon viel besser. Das sieht doch schon besser aus. Ich will ihn auf jeden Fall definitiv zu Voltenso entwickeln können. Deswegen versuchen wir es mal mit Himbeere und Superball, damit er auf jeden Fall definitiv drin bleibt.
Sananaberge waren wir jetzt hier zu risikoreich und der bleibt auch drin. Das ist doch sehr schön, sehr cool. Haben wir den auch schon direkt. Und ja, behalte ich auch erstmal Bewertung mit später gescheckt. Sehr schön, da ist das nächste neue Pokémon, ein Eneko. Mal gucken, wie stark der ist, ob ich den fangen kann oder nicht. Oh Mann, ey. Du bist stark. Himbeere und Hyperball, weil ich nichts anderes mehr habe zum Werfen. Kreis ist grün. Getroffen. Ich hoffe, du bleibst drin, weil ich will dich für den Pokédex-Eintrag haben, nicht fliehen. Oh nein. Nur noch zwei Himbeeren und ein Hyperball. Das wird sehr knapp. Jetzt muss ich großartig treffen. Nein, immer noch nicht. Das darf doch nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Bitte bleib doch einfach drin. Und ja, Eneko wurde gefangen. Sehr schön. Und ich glaube, das Wetter hat sich verändert. Müssen wir gleich mal gucken. Sehr gut gefangen, neuer Pokédex-Eintrag. Und ja, da ist Eneko. Die Weiterentwicklung finde ich auch cool. Von daher cool, dass ich dich habe. Erstmal behalten. Und Fritzelblitz gibt es auch noch hier wieder. Das ist sehr schön. Und es regnet. Wobei, ja, es gar nicht regnet. Das ist komisch. Aber okay. Dann kommen jetzt wenigstens mal andere Pokémon. Und hier habe ich auch wieder Sananaberge geworfen und den Pokéball, um hoffentlich Fritzelblitz zu fangen. Weil, ja, den kann ich auch, glaube ich, verschicken, weil der schwache Wettkampfpunkte, damit ich den irgendwann mal entwickeln kann zu Voltenso. Und hier, ja, verschicke ich den. Verschicken, ja, weg mit dir. So, fangen wir uns noch einen Fritzelblitz, weil, ja, hier will ich haben. Ich hoffe, der ist gut. Ich probiere es einfach mal mit Himbeere und Superball. Ich habe mal wieder ein paar Bälle bekommen. Sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus, weil ich ihn nicht treffe. Aber ihr könnt sogar bessere Werte haben müssen bei Regen, Elektro, Käfer und Wasser müsste es doch sein, oder? Ich weiß es gar nicht auswendig, aber es steht gerade nicht dran. Glaube ich zumindest. Das sieht nur extremes Wetter, aber es regnet. Fritzelblitz wurde gefangen. Sehr schön. Bewertung checken. Bewertung und es ist schlecht. Also verschicke ich den. Tschüss, weg mit dir. Sehr schön, da ist ein Inekoro mit 409 WP Himbeere drauf und Superball werfen, weil der neu ist und ich will den haben für den Pokédex-Eintrag. Und getroffen, immerhin. Das ist schon mal sehr schön. Hoffentlich bleibt er drin, weil ich habe ihn noch nicht und es gibt mehr Sternstaub. Und ja, mit kritischen Treffer gefangen, sehr schön. Inekoro gefangen und da seht ihr das neue Pokédex-Eintrag bekommen. Und sehr schön gefangen. Endlich. Sehr schön. Das nächste Inokoro fangen. Bringt mir wieder mehr Staub. Und so. Mal gucken, wie stark der ist. Och Mann, oh. Immer so heftig müssen die sein. Heißt Himbeere. Und was habe ich noch? Superball. Ja, Superball sollte hoffentlich reichen. Komm, komm. Ja, großartig getroffen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich hoffe mal, das funktioniert hier, dass der schnell drin bleibt. Nö. Also muss ich wirklich das Himbeere für dich werfen. Ja, Himbeere muss ich wieso werfen. Ich meine Hyperball werfen. Wir sehen es gleich, ob es klappt oder nicht klappt. Und großartig. Das hat bestimmt eh wieder eine schlechte Bewertung. Mal gucken. Das ist natürlich blöd. Aber okay, es bleibt trotzdem drin. Können wir direkt mal die Bewertung checken, wie gut du bist. Ob du mir hilfst, dass ich dich behalten kann. Oh, Sandkopfstoß und Säuselstimme. Ah, okay, muss ich mal gucken, welches von den beiden besser ist. Erstmal behalten. So, nächstes neues Pokémon Trasler gefunden. Mal gucken, wie stark der ist. Oh, ja, der ist, glaube ich, selten. Also Sananaberge und Pokéball, weil mal gucken, wie oft der kommt. Bisher noch nicht gesehen. Heute das erste Mal und hoffentlich bleibt der drin. Dann habe ich direkt schon 6 Bonbons. Den behalte ich erstmal, weil einen muss man ja mindestens behalten. Sonst hat man ja gar keinen. Auch wenn er schlechte Bewertung haben könnte und ja, erstmal behalten. Und da seht ihr es, neu registriert. Sehr schön, aber erstmal behalten.